Ja, hallo, ich begrüße euch zum neuen Video von E-Bike TV und in dem Video mache ich mal wieder ein Unboxing und dieses Mal möchte ich aus diesem Karton den Traum auspacken und zwar ein E-Bike von Dreams. Dreams ist eine neue Marke hier aus Hamburg, die halt mit E-Bikes jetzt auch am Markt startet und ich will einfach mal gucken, was in dem Karton drin ist, was das Fahrrad kann und vor allen Dingen, welchen heißen Preis dieses Fahrrad hat. Also alles klar, schaut mir genau zu. Verpackt ist das Dreams wirklich gut. Es lässt sich sehr einfach aufbauen, muss die Reifen aufpumpen, Vorderrad rein tun, die Bremsen sind schon eingestellt, den Lenker festmachen, Pedalen anbauen und den Heckständer anbauen. Danach ist es halt eigentlich so, dass du sofort damit losfahren kannst, weil auch der Akku geladen ist. Minutes later. Ja, ihr seht, ich habe das Fahrrad jetzt ausgepackt. Das hat ungefähr so 20 Minuten gedauert. Und auf der einen Seite bleibt so viel Plastik und Styroponmüll übrig. Ist ein bisschen mehr, als wenn man ein Sushi-Rad zum Beispiel auspackt. Und auf der anderen Seite bleibt halt zur Entsorgung halt noch dieser Karton. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall von der Menge des Mülls hier so, ja, was so durchschnittlich ist. Könnte weniger sein, könnte aber bestimmt auch noch deutlich mehr sein. Ja, jetzt tue ich hier den Plastikmüll mal weg, zur Seite, die Pappe natürlich auch und heb mal das Fahrrad halt vom Ständer. Oh, das ist aber leicht. Ich habe das eben schon mal nachgewogen. Das wiegt 18 Kilo, was natürlich für ein E-Bike eigentlich kein großes Gewicht ist. Also wir sehen, wir haben ein E-Bike Dream von Dreams. Es ist ein 20 Zoll Rad, hat mittelbreite Reifen, eine Lichtanlage. Die Bremsen sind mechanisch, vorne eine Federung, hat einen Heckmotor mit diesen Speichenlaufrädern und früher hätten wir gesagt einen Monocoque-Rahmen. Der Akku sitzt hier oben hier drin, hat 200 Wattstunden und lässt sich halt über den Deckel hier ganz gut entfernen und dann kann ich den auch hier über so einen kleinen Haken rausziehen. Wenn ich das wieder rein, so, kann ich den Deckel wieder drauf machen, ist auf jeden Fall schon. Ja, ich werde mich jetzt erstmal mit dem Fahrrad beschäftigen und erstmal ein paar Touren fahren und mal schauen, wie das funktioniert und euch natürlich in meinem ersten Review oder im ersten Test natürlich mitteilen, was ich denke, wofür, welchen Einsatzzweck dieses Fahrrad hat und was man für die 999 Euro im Online- oder Direktvertrieb halt von dem Dreams bekommt und ob das halt auch sein Geld wert ist. Alles klar, vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, bis zum nächsten Mal.